Mein Name ist Stuart Piggott und wie man hört, bin ich in England aufgewachsen. Inzwischen bin ich deutscher Weinjournalist und Riesling Ambassador von diesem Weingut, Gut Hermannsberg an der Nahe. Da werde ich mich mit dem Winemaker des Weinguts, Carsten Peter, treffen. Herzlich willkommen bei der Weinshow auf Hashtag dabei. In den kommenden Folgen werden Sie mit mir in die spannende Welt der wichtigsten weißen und roten Weine Deutschlands eintauchen. Selbstverständlich werfen wir auch Blicke über der Grenze und entdecken zusammen faszinierende Weine aus anderen Ländern. Im 21. Jahrhundert gibt es einen ganzen Weinplaneten. Die Rebe wächst in Übersee in ganz anderen Klimazonen als hier in Deutschland. Sogar auch in die Wüste und im Dschungel. Viele dieser Gewächse werden nach Deutschland importiert und hier getrunken. Wein ist ein Paradebeispiel von der Globalisierung. Der Rotweinspezialisten Weingut Bernhard Huber im Badischen Breisgau und das berühmte Gut Hermannsberg hier an der Nahe stehen uns als Musterbetriebe zur Seite. Heute geht es um die GGs oder großen Gewächse, die neue Königsklasse des deutschen Weins. Sie sind das Pendant zu den französischen Grand Crus, die exklusivsten Weine der Grande Nation. Aber können deutsche Weine wirklich neben den teuren Franzosen bestehen? Hallo Carsten. Hi Stuart. Wir treffen uns in die Bastei, einer der Weinbergslagen von Gut Hermannsberg, wo ein GG wächst. Was sind die Voraussetzungen für diese Kategorie? Es gibt einmal Voraussetzungen, die von unserem Verband, das heißt dem VDP, erlassen wurden, das heißt Regularien, wo Weinberge aufgrund einer alten Steuerkarte damals, wo die besten Weinberge am höchsten besteuert waren. Also wir sind in einer der besten. So ist es, genau. Damals wurden die besten Weinberge am höchsten besteuert und nach dieser Grundlage oder Vorlage hat der VDP dann eine eigene Klassifikation gemacht und damals wurden dann die besten Lagen als sogenannte großen Lagen herausgearbeitet und in einer davon stehen wir hier in der Bastei. Und das sind ziemlich mächtige Felsen. Also ich habe nichts Größeres hier in Deutschland gesehen. Das ist, wir stehen direkt vor dem Roten Fels, eine 180 Meter hohe Felswand, die für uns deswegen so wichtig ist, weil sie als riesiger Wärmespeicher für die Reben davor fungiert und letzten Endes auch die Böden, wie du hier siehst, das Geröll, was über die tausende Jahre abgebröckelt ist, die Grundlage bildet, wo die Reben auch drin wurzeln. Ja. Also dieser Boden ist einfach das, was von den Felsen über Jahrtausende abgebröckelt ist. Genau, das Felsgestein, ein bisschen kleiner, ein bisschen größere Felsen. Wenn wir weiter vorgehen würden, würden wir riesige Brocken auch sehen. Denn heute fällt immer noch was runter, also ist gar nicht so ungefährlich hier. Aber das ist letzten Endes, was die Bastei ausmacht. Dieser riesige Wärmespeicher im Hintergrund und einfach immer ein leichter Luftzug, was man hier merkt. Das ist immer ein bisschen windoffener hier, was die Reben dann auch wieder ein bisschen abkühlt. Und deswegen ist es perfekt für Riesling und für mich eine der charakterstärksten Lagen hier bei uns im Weingut und vielleicht auch darüber hinaus. Ich würde schon sagen, dass es eine der spektakulärsten Weinberge der Welt ist. Ja? Absolut. Vielleicht mit Bremer Kalmont zusammen die spektakulärste Weinbergslage in Deutschland. Ja. Wenn ich das sagen darf, es sieht aus, als ob es recht hart ist, hier zu arbeiten. Du siehst hier an den Reben, also die beiden Stöcke, vor denen wir jetzt hier stehen,
sind zwischen 35 und 40 Jahre alt. Im Normalfall wären die schon deutlich dicker. Aber Bäumer, ja. Weil's, genau, fast, ja. Und weil es halt hier einfach für die Reben relativ hart ist und die natürlich in dieses Felsgestein reinwurzeln müssen und dann nicht alles im Überfluss. Um überhaupt Wasser zu finden, ja. Genau, und nicht alles im Überfluss auch vorhanden ist. Ja. Deswegen bleiben die auch relativ klein und sehen nicht so wahnsinnig aus. Für uns ist dann halt super spannend, wenn du siehst, an so einer alten Rebe, wenn man hier mal ein, zwei Blättchen auch wegmachen vielleicht, auf der Schattenseite hier können wir das ganz gut machen. Jetzt direkt im Anschluss der Blüte sieht man schon diese kleinen Fruchtknoten, was später mal die Trauben werden. Aber was für mich eigentlich jetzt wichtiger ist, diese alten Reben haben halt deutlich weniger Trauben, kleinere Trauben auch. Und letzten Endes gibt es auch kleinere Beeren, was halt eine maximale Konzentration in jeder Beere bringt. Und die Rebe halt nur ganz wenige Trauben auch versorgen muss. Also das Ziel bei GG ist ein Wein mit extrem viel Charakter, ein konzentrierter Geschmack. Und das hat eine ganz konkrete Quelle hier. Für mich ist GG oder Grand Cru übersetzt, oder wie auch immer man das nennen will, das ist die Spitze des deutschen trockenen Rieslings oder Weißweins oder auch bei den Pinots oder andere Rotweine. Also das ist das Maximale, was möglich ist. Dafür brauche ich einen Weinberg, der ganz bestimmte Charaktereigenschaften auch hat. Und für mich immer wichtig, der Weinberg muss vom Charakter her so stark sein, dass es sich über die Winzeridee hinwegsetzt, dann ist das für mich eine wirklich große Lage. Also beim Wein scheiden sich die Wege. Ein Weg führt zur industriell gemachte Wein und andere führt in diese Richtung. Ihr kitzelt das, was die Natur hier gibt, aus, versucht das Äußerste in die Flasche zu kriegen. Genau, also es wird in Zukunft wahrscheinlich industriell, würde ich vielleicht nicht sagen, sondern einen Weg geben, der eher in konsumfreundliche Weine auch geht und wo eine gewisse Idee, an welchen Konsumenten das verkauft werden soll, hinten dran steht. Und natürlich unser Weg, dem wir folgen, wo der Weinberg alles vorgibt und wir letzten Endes als Unterstützer da sind und diesem Weg eigentlich folgen. Aber lass uns doch mal hier von der Bastei in einen anderen, sehr charakterstarken Weinberg von uns gehen, in die Kupfergrube. Super. Carsten, eine der Voraussetzungen für die französische Grand Cruz, die edelste Weine Frankreichs, sind alte Reben. Jetzt stehen wir in die Kupfergrube von Gut Hermannsberg neben einer Rebe, die ziemlich alt aussieht. Wie alt ist der Kumpel hier? Diese Rebe oder dieser Weinberg insgesamt wurde vor über 70 Jahren gepflanzt. Das heißt also, hier stehen wir auch vor den Ureinwohnern dieses Weinbergs noch, wenn man so will. Und ist jetzt heute, glaube ich, 73 Jahre alt etwa. Und erfordert solch eine alte Rebe noch mehr Pflege als die jungen oder ist er eher unproblematischer? Die alten Reben sind natürlich ein bisschen ungleichmäßiger als ein junger Weinberg. Das heißt, wie die ältere Menschen. Genau, es sind Charakterdarsteller, jede Rebe für sich individuell. Und so wollen sie auch gepflegt werden. Also du gehst dann von Rebe zu Rebe, manchmal hast du einen ganz kleinen Bogen drauf, manchmal hat sie noch richtig Kraft und will die auch ausleben. Also da musst du sehr individuell auch drauf eingehen. Also du als Winzer musst dich auf die einzelnen Reben einstellen? Es ist eigentlich schon so, dass du vor jeder Rebe ein bisschen im übertragenen Sinne stehst und sie fragst, was kann ich dir jetzt Gutes tun? Also mehr Triebe, mehr Blätter, weniger Blätter, Schatten, Sonne und so weiter. Also das hat schon alles einen Einfluss, klar. Das klingt wie nicht nur viel Arbeit, aber man kann nicht jeder von der Straße mit dieser Arbeit vertrauen, oder? Nein, also ich mache das ja nicht alleine, also das ist ganz wichtig, sondern es ist ein ganzes Team, klar. Und jeder muss dann natürlich auch ein bisschen eingearbeitet werden in unsere Philosophie und das eigentlich über Jahre hinweg auch verfolgen. Und dann bekommst du eine Kernmannschaft, die das eigentlich verinnerlicht hat und das auch immer wieder weitergibt an neue Leute, die jetzt bei den Saisonarbeitskräften zum Beispiel dazukämen. Ja, und dann kommt das kleine Detail dazu. Es ist hier verdammt steil. Also, das ist richtig, ja. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit solchen Weinbergern, aber ich würde gerne jetzt rausgehen. Statt runter zu rutschen. Gerne, ne? Macht ihr. Also, ich
ich weiß, hier zu arbeiten bedeutet, aus meiner Erfahrung, du läufst 3 Schritte bergauf und du rutschst sowas wie 2 zurück. Genau, also es ist mit in der Kupfergrube jetzt hier mit die steilste Ecke auch, wo wir sind. Extrem beschwerlich, allein vom Laufen her. Also das Arbeiten ist dann nochmal was anderes. Ja. Man hat allerdings auch Vorteile im Steilhang. Also wenn man einen Schritt weiter unten ist, muss man sich nicht so bücken hier, wenn man dann wirklich am Stock auch arbeiten möchte. Also es ist nicht alles schlecht im Steilen, sondern es hat ein paar Vorteile auch. Aber es ist extrem aufwendige und extrem beschwerliche Arbeit. Ja. Jetzt haben wir in der Kupfergrube das Spezielle eigentlich, dass du eine Unterlage, also auf dem Fels, auf dem verwitterten Teil des Felses, Mellaphyr, dann immer noch eine kleine Carbonschieferauflage hast. Das ist bei der Entstehung des Weinbergs mit eingebracht worden. Das sieht man auch hier. Mhm. Und von daher hast du ein bisschen mehr Feinerde im oberen Teil des Weinbergsbodens und unten kommen dann direkte Fels. Ja? Deswegen siehst du auch hier in der alten Rebe, 70 Jahre, da denkst du, da müsste so ein Baumstamm stehen, ja, so dick. Aber das geht eigentlich nur, wenn extrem ja, generöse Böden auch da sind. Und dass du das hier eigentlich nicht hast und immer sehr, sehr karg auch ist, das siehst du an einer 70 Jahre alten Rebe, die eigentlich immer noch ein bisschen dicker ist als ein Oberarm. Ja. Aber dass der Wein, der hier wächst, eine besondere Charakter hat, besondere Qualität, das steht im Moment, schwebt in der Luft. Also ich würde das gerne konkretisieren. Dann lass uns ins Weingut gehen und mal verschiedene Lagen auch nebeneinander stellen, die wir im Weingut auch haben. Und da kannst du die verschiedenen Böden und deren Eigenschaften auch wirklich perfekt nachvollziehen. Und dann auch vielleicht nochmal im Vergleich mit Weinen, die jetzt nicht an der Nahe gewachsen sind, um wirklich das Thema Grand Cru, große Lagen, nochmal wirklich im Detail auch einzufangen. Machen wir. Los geht's. Jetzt sind wir im Verkostungsraum von Gut Hermannsberg. Rechts von mir sitzt Carsten Peter, der Winemaker unseren Paraderweingut für Weißweine. Und links von mir ist Moritz Nagel von Harvesco, der größte deutsche Weinhändler und einer der besten. Und jetzt sind wir bei einem echten Luxusthema. Jetzt dürfen Sie uns beneiden, weil es stehen sehr hochwertige und auch recht hochpreisige bis extrem hochpreisige Weine auf dem Tisch. Aber uns interessiert jetzt nicht die Preise, sondern die Frage ist, sind diese Weine ihrer glanzvoller Bezeichnungen bei den deutschen Weinen GG für großen Gewächs und bei Frankreich Grand Cru, die edelste Kategorie der französischen Weine, sind sie dieser Bezeichnungen und dieser Nimbus gerecht? Dann starten wir ins linke Glas. Ne? Ja. Der Hermannsberg 2017, unsere einzigste Schieferlage hier auf Gut Hermannsberg. Ein Monopolweinberg. Und ins rechte Glas machen wir die Dreiser Bastei, auch Jahrgang 2017. Du hast ihn live erlebt, den Weinberg schon, Stuart? Ja, es war interessant, da zu klettern und der Versuch, nicht hinzufallen oder mich den Genick zu brechen, ist mir, glaube ich, gelungen. Ich glaube, jeder, der mal solche Weinberge bestiegen hat, hat einen ganz anderen Respekt danach vor dem Wein. Ja. Es sind vom Weinberg her selbst, haben wir natürlich 2 Extreme vor uns. Einmal die extrem spektakuläre Lage schon, Dreiser Bastei, ja. Riesiger Wärmespeicher im Hintergrund, das Felsgeröll, was runtergebröckelt ist, wo die Reben drin wurzeln und die sanften Hänge eigentlich des Hermannsbergs. Die Tonschiefer im Untergrund und da ist für mich auch so ein bisschen das Geheimnis dieses Weins, man muss ihn sich erschließen. Große Weine und trotzdem viel Frische.
Es sollte immer eine Harmonie haben. Ein großer Wein zu jedem Zeitpunkt. Natürlich ist es immer so, dass mit mehr Reife du einfach mehr Dimensionen dieses Weins noch wahrnehmen kannst. Und jetzt stehen wir ganz, ganz am Anfang der Entwicklung. Mhm. Und normalerweise hätten wir diese Flaschen wahrscheinlich noch mindestens 3, 4, 5 Jahre im Keller irgendwo ganz tief versteckt. Mhm. Aber heute ist ein besonderer Anlass und aus dem wollen wir natürlich auch was Besonderes machen. Du bist hier natürlich, wenn wir das Thema Grand Cruze haben. Hast du nicht nur einen Wein, der jetzt Trinkspaß bietet im Glas, sondern das ist viel, viel mehr. Das ist ein Wein, der einfach die Geschichte seiner Herkunft bis ins Detail wirklich erzählen will. Und das sind keine Weine, die du so nebenbei irgendwie trinkst, weil jetzt gerade ein schöner Anlass ist. Du hast dann, wenn es jetzt so ein bisschen mehr Luft auch bekommt und der Wein sich einen Ticken öffnet, weil es auch ein bisschen Temperatur bekommt, merkst du halt beim Hermannsberg auch dieses seidige, elegante hinten am Gaumen. Ja. Und eine riesige Portion Salzigkeit auch, die wie so ein, wie so ein Fluss über den Gaumen hinweg zieht. Und das ist, was Hermannsberg immer ausmacht, dieses Kühle. Aber lass uns vielleicht das dritte Terroir noch ins Spiel bringen. Die Kupfergrube. Bin sehr gespannt. Und jetzt auch in gereiftem Zustand, Jahrgang 2015. Ach, ein Traumjahr. Kommt aus unserer Schatzkammer und wir werden in diesem Jahr den Wein auch gereift auf den Markt bringen, das heißt in den Verkauf bringen. 2015 unter perfekten Bedingungen bei uns in der Schatzkammer gereift. Das ist eine unfassbare Saftigkeit. Das dritte Grand Cru eigentlich. Auch vulkanisches Gestein wie die Bastei. Mhm. Aber völlig anders von der Anmutung her. Ja. Also im Duft springt er nicht einem so entgegen wie die 2017er. Er muss noch mehr den Wein erkunden. Aber dann auf der Zunge, das ist wie ein Tsunami. Das ist ein ähnlich warmes Jahr wie 17. 15 sind da durchaus vergleichbar, es gibt Parallelen, sagen wir es mal so. 15 hat allerdings einen riesigen Unterschied gehabt, dass während der Hauptreifephase, September, Oktober, hatten wir tagsüber toll Sonne, alles perfekt gewesen, trockenes Wetter, eigentlich haben wir einen Regentag gehabt über die ganze Ernte. 25 Grad in der Spitze und nachts ging die Temperatur auf 5 Grad runter. Also wirklich die fast 20 Grad Temperaturunterschiede zwischen Tag- und Nachttemperatur und die Weine waren anfangs wie zweigeteilt. Du hast eine tolle, fruchtige Opulenz fast gehabt, im Duft und im Gaumen eine wahnsinnige Säure und Mineralität, die dagegen gestanden hat. Und das ist jetzt für mich 15 der Moment, wo zum ersten Mal diese beiden Komponenten so ein bisschen zusammenfinden. Wir müssen zur richtigen Prüfung kommen. Ich mache jetzt ein Coton Charlemagne. Kupfergrube, Schluck. Nach Karl dem Großen heißt Charlemagne in Französisch genannter Weinbergslager in Burgund. Und hier haben wir von Domaine Chevalier, der 2018er. Das ist jetzt wirklich ein schöner Step-up von der Meursault. Auf alle Fälle. Also das ist erste Liga geholt. Absolut. Ja. Da merkt man nochmal die Verfeinerung in allen Facetten. Ja. Du bist aber genau auf der Ebene letzten Endes, wie du beim Riesling Großgewächs auch bist. Es wird nicht fetter, opulenter, sondern es wird im Gaumen feiner, druckvoller, aber auf eine Art und Weise, die dir wirklich viel mehr öffnet am Gaumen, aber nicht
nicht dieses einfach breite, plumpe, sondern hast immer auch noch eine Säure, die das Ganze trägt. Ja. Und nach hinten raus eine wahnsinnige Länge einfach auch. Ja. Also das ist, was ich mir unter französischen Grand Cru vorstelle. Ja, ja. Ich bin auch so glücklich über diese Entwicklung. Vor einigen Jahren, nicht allzu lange Zeit zurück, waren noch deutsche große Gewächse, noch richtig fette Bomben, wo es darum ging, erstmal eine Grundvoraussetzung einzuhalten und sich dann nach oben zu arbeiten. Mhm. Und als ich nach meiner Winzerlehre in Baden war, da war ich einmal bei einer großen Gewächsprüfung dabei und da hatten Chardonnays und Burgunder, weiße Burgunder, in der Regel um die 14-14,5% Alkohol. Da geht dann nachher auch Terroir und Finesse und alles verloren. Ja, das ist einfach Und man darf nicht davon ausgehen, dass nur wenn ein Wein aus einer besseren Lage ist oder teurer ist, dass es gleichzeitig so eine Bombe ist und eine Alkoholbombe ist, wo nachher alles kaschiert ist. Also ich finde, liebe Kollegen, wir müssen noch einmal einen Schluck Kupfergruber zu uns nehmen, also um wahrzunehmen, wie der Vergleich ist. Das ist ein ganz, ganz tolles Paar. Ja. Also ich finde, da sind schon einige Gemeinsamkeiten, also es sind unterschiedliche Traubensorte, unterschiedliche Arbeit im Keller, geschweige die Unterschiede in der, wo sie herkommen. Aber beide haben Kraft, ohne laut zu sein, ohne überwältigend oder dominant zu wirken. Und beide haben eine große Feinheit und Länge. Sie hängen einfach immer noch. Ich habe lange her der letzte Schluck, aber ich schmecke den Wein immer noch. Ja? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade beide parallel im Mund. Ja. Also die wollen nicht gehen. Ja. Aber ist das dann letzten Endes die Quintessenz für den Begriff Grand Cru, dass die Weine unfassbar viel Nachhall haben? Dass sie einen großen Eindruck machen, ohne zu viel zu sein, dass sie lange im Gedächtnis bleiben, dass man nicht diese Trinkanlass vergisst. Also ich finde das ganz simpel. Das Thema Grand Cru setzt sich natürlich auch in Bordeaux fort und ist dort an der Spitze der Klassifikation. Und wir haben hier einen Wein vom Weingut Motor Rothschild. Ist im Jahrgang 1994, also was wirklich sehr, sehr Besonderes und klassifiziert eben als Premier Grand Cru Classé. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf dein Urteil. Ja. Und im Pauillac gibt es ja in dieser Klassifikationsstufe nur drei Weingüter. Nur drei? Ich würde sagen ganz drei. die Nachbargemeinschaft Saint-Julien? Ja. Lauter, tolle Chateaus, die super Weine machen, hat null Premier Grand Cru Classé. Und wie ich immer sage, null ist eine signifikante Zahl. So. Okay. Ja, das ist auch ein... Ein Gefangener, der aus seinem Glasgefängnis rausgelassen würde und erstmals tief Luft holen muss. Aber du merkst auch, wie sich jetzt die Frucht hervorkämpft. Das finde ich so toll. Am Anfang meint man, die Weine sind immer so ein bisschen maskiert. Mhm. Aber wenn der Wein dann so den ersten Luftzug nimmt, das klingt vielleicht verrückt, aber es ist nicht verrückt. Das könnte man chemisch genauso nachweisen. Dann springt einem auf einmal etwas entgegen, was verborgen war. Ich denke, der viele Cabernet-Anteil ist ja auch deutlich nachvollziehbar. Ja, Cabernet Sauvignon ist der wichtigste Traubensorte für diese Art des Bordeaux-Weins, die Weine des Medocs. Und im Pauillac ist der Anteil von dieser Traubensorte in solche Weine also sehr hoch bis immens hoch. Ja. Also das ist vielleicht 80%, mindestens 70% Cabernet Sauvignon. Diese Sorte hat einen ganz eigenen Geschmack. Aber es geht beim Wein
um das Erlebnis. Und diese Weine gerade haben alle uns großartige Erlebnisse geschenkt. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist der Sinn des Weines.